Servus und hallo. Heute gibt's gebratenen Reis bei mir. Dafür verwende ich 3 Hähnchenkeulen. Das sind in Beinen der Unterkeulen. DK-Erbsen, Karotten, ein Stück Lauch, Zuckerschoten, Eier, Sojasauce, Sesamöl zum Anbraten, Currypulver. Der Reis ist bereits vorgekocht und ausgekühlt. Der ist von gestern. Ich verwende immer vorgekochten Reis, der einen Tag schon ausgekühlt ist. Ich finde, das wird einfach besser damit. Die Hähnchenkeulen sind bereits ausgebeint. Ich habe sie so gekauft. Wenn ihr jetzt keine ausgebeinten Hähnchenkeulen bekommt, könnt ihr sie entweder selbst ausbeinen oder ihr könnt auch eine Hühnerbrust dazu verwenden. Jetzt fangen wir mal an. Das brauchen wir später. Erbsen können wir auch zur Seite stellen. Als erstes mache ich meine Karotten, die schäle ich mir. Schneiden wir die Enden noch ab. Und dann putze ich mir noch die Zuckerschoten gleich. Manchmal haben die Zuckerschoten noch so Fäden an der Seite dran, aber die lassen sich dann immer ganz gut mit abziehen, wenn ihr die Enden abschneidet. So, jetzt sind die Zuckerschoten von den Enden befreit. Jetzt kann ich mal den Lauch noch nehmen, da schneide ich noch den Anfang ab. Ich nehme mir einen Hobel dazu und hobel meine Karotten. Es werden dann solche feine Stifte. Wenn ihr jetzt keinen Hobel habt, dann könnt ihr das auch mit einem Messer schneiden. Das ist auch kein Thema. So, meine Karotten habe ich fertig gehobelt. Das sind jetzt schöne kleine feine Stifte. Jetzt mache ich mit den Zuckerschoten weiter. Die halbiere ich mir so schräg einmal. So, dann sind die Zuckerschoten auch fertig. Jetzt nehme ich mir den Lauch, den halbiere ich und schneide mir den in Halbringe. Ich halbiere meinen Lauch immer, damit ich den Sand, der im Lauch ist, besser wegbekomme. Oder die Erde, die noch drinnen ist. Welche Gemüse ihr verwendet, das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ob ihr jetzt Lauch nehmt, so wie ich, und Zuckerschoten und Erbsen und Karotten. Ihr könntet jetzt auch zum Beispiel noch Mungobohnenkeimlinge dazu nehmen. Oder grüne Bohnen, Sellerie. Also da könnt ihr wirklich das nehmen, was euch am besten schmeckt. Als letztes kommen jetzt noch die Eier. Ich rechne pro Person immer 2 Eier. Und die Eier würze ich jetzt mit Sojasauce. Gib da einen Löffel dazu und dann vermische ich die mir. Und das war's jetzt an Vorbereitungen. Ich gebe Sesamöl in den Wok. Und da habe ich jetzt in meiner Schüssel Semola. Das ist Hartweizengrieß. Da gebe ich jetzt meine Hähnchenschenkel von der Haut, von der Fleischseite hinein. Aber nur von der Fleischseite. Und dann brate ich das Ganze an. Also
Fleisch dann in den Semola rein und dann in den Wok. Und ich fange immer auf der Hauptseite an, das auszugarten. Und wenn es dann ausgegarten ist, gebe ich es noch mal kurz auf die Fleischseite. Jetzt sind meine Hähnchenschenkel auf der Hauptseite schön angegarten. Jetzt drehe ich sie noch einmal um. Jetzt gehen dann jetzt noch mal 5 Minuten und dann geht's weiter. Jetzt nehme ich meine Hähnchen drauf. Und gebe die Karotten rein. Gare ich die kurz an. Dann gebe ich meine Zuckerschoten dazu. Dann gebe ich meinen Lauch dazu. Und lass das Ganze jetzt anbraten. Solange mein Gemüse jetzt hier anbrät, schneide ich schon mal meine Hähnchenkeulen in Streifen. Schaut mal, wie saftig die sind. Die habe ich jetzt in Streifen geschnitten und die geben wir dann am Schluss wieder dazu. Jetzt gebe ich meine Erbsen dazu. Und jetzt kommt der Reis dazu. Das ist Jasminreis von gestern. Das lassen wir jetzt schön anbraten zusammen. Würzen durch das Ganze mit Curry. Und Sojasauce. Jetzt lassen wir das schön anbraten. Ein bisschen Curry gebe ich gleich noch dazu. Das Würzen müsst ihr natürlich nach eurem Geschmack machen, wie viel ihr da dran haben wollt. Wenn ihr jetzt noch mehr Schärfe dran haben wollt, dann könnt ihr gerne noch Sambaoli dazugeben. Probiere ich das Ganze mal. Gebe noch ein bisschen Salz dazu. Probiere nochmal. Das Sesamöl schmeckt man schön heraus. Der Curryanteil ist gut. Und auch die benötigte Schärfe ist perfekt. Jetzt mache ich mir hier in der Mitte so eine freie Stelle. Und da gebe ich jetzt mein Ei rein. Und lasse das hier stocken.
genauen Mengenangaben schreibe ich euch dann ins Rezept. Und das Rezept findet ihr bei mir immer am Schluss des Videos. Mein Ei ist nun fest. Jetzt vermische ich mir das Ganze. Jetzt gebe ich mein Hähnchen zurück in die Pfanne. Gib auch den Bratensaft mit rein. Und so schnell ist meine Reispfanne fertig. Ich mache euch jetzt noch ein schönes Foto. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und wenn ihr auf die Glocke drückt, werdet ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Viel Spaß beim Nachmachen, tschüss, bis zum nächsten Mal.